Heute zeige ich euch, wie man so eine staubige Tastatur von dem Staub beseitigt. Und zwar, da könnt ihr natürlich mit dem Staublappen drüber gehen und so weiter, aber das meistens bringt ihr es aus den Ritzen nicht ganz raus. Und deswegen habe ich hier eine ganz andere Lösung. Und zwar, ihr nehmt eure Zahnbürste, also nicht die, die ihr noch braucht, sondern ich habe in dem Fall die elektrische Zahnbürste verwendet und nehme eine alte Bürste, die sauber ist, und gehe dann da einfach drüber, so. Und wenn man dann da so drüber geht, dann kriegt ihr aus den ganzen feinen Ritzen, kriegt ihr den Staub raus. Ja. So. So, wenn ihr das jetzt hier im Vergleich seht, und zwar, da habe ich den Staub jetzt weggemacht und da ist der Staub noch drauf, das heißt, da ist wesentlich mehr und hier drüben ist schon weniger und da müssen wir dann aber zusätzlich noch ein bisschen was machen, und zwar, da gehen wir dann nochmal mit einem leicht feuchten Wattestäbchen drüber und dann ist das Ganze wieder sauber. So, jetzt gehe ich da nochmal mit einem leicht feuchten Wattestäbchen durch. So, da sieht man, da sammelt sich dann der restliche Schmutz. Ja. Und dann wird das wieder richtig sauber. Und wir haben wieder eine richtig tolle Fernbedienung. So, da über die Tasten drüber geht auch. Nimmt auch noch ein bisschen an Dreck weg. So, ihr seht, da bleibt noch ein bisschen Schmutz dran. Seht ihr? Da ist noch ein bisschen Dreck. Okay. Das geht dann auch noch weg. So. Mal da rein. Das geht auch gut. Dass das so rein macht. So. So. Gut, dann kann man noch mal so trocken drüber wischen. Dann haben wir das Ganze sauber gemacht. Jetzt habe ich mal die erste Hälfte gemacht, damit ihr das im Vergleich seht, ja, wie das da aussieht. Und ich denke, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Wenn man das mal da jetzt so sieht, dann denke ich doch, dass das eine gute Reinigungsmethode ist. So, jetzt mache ich das Ganze noch fertig und dann zeige ich euch am Ende, wie es aussieht. So, nun seht ihr die fertig gereinigte Fernbedienung. Und ich denke, die ist wieder recht ansehnlich. Kein Staub mehr drauf. Alles nur, weil wir 2 Minuten lang mal einfach mit der Zahnbürste den ganzen Dreck gelockert haben und dann das Ganze feucht mit einem Wattestäbchen rausgeputzt hat. Achtet darauf, macht es nur feucht und nicht richtig nass. Weil sonst, wenn da Wasser eindringt in die Fernbedienung, kann sie kaputt gehen. Also nur ganz leicht befeuchten und nicht nass machen. Gut, jetzt seht ihr das Ganze nochmal hier im Vergleich. Ich denke, man sieht links, wie es früher ausgesehen hat mit dem Schmutz und rechts, wie es gereinigt aussieht. Und ich glaube, das ist doch ein relativ guter Erfolg. So, jetzt wünsche ich euch noch viel Erfolg, wenn ihr selber die Fernbedienung reinigt. Ihr habt gesehen, das geht ganz einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Like oder abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.